als plötzlich ein Schwarm Glühwürmchen erschien und mich umschwirrte. Sie sahen anders aus als die, die ich bei meiner Ankunft in Eldaria gesehen hatte. Automatisch suchte ich die Umgebung nach einem Pilzkreis ab, doch vergebens. Nach einigen Minuten gab ich die Suche auf und wartete stattdessen weiter geduldig auf Chrome. Er braucht ja wirklich ewig. Ich möchte hier nicht alt werden. Ich sollte besser Material für unseren Unterschlupf sammeln. Dann tue ich wenigstens etwas Sinnvolles und sitze nicht nur tatenlos in der Gegend rum. Na dann. Ich sagte mir, dass ein paar Holzscheite und große Blätter für die Nacht reichen müssten. Na komm, große Blätter haben wir hier ja schon, ne? Hier gibt es Blätter, aber ihre Farbe ist nicht besonders vertrauenserweckend. Besser, ich hole welche vom Strand. Natürlich, Hauptsache ordentlich Mana verbrauchen. So, Waldweg. Jadeland. Oh, da hinten. Reicht das jetzt oder wollen die noch mehr? Mein Blätter gibt's hier eher genug, ne? Da reicht ja schon ein Blatt, um sich drunter zu legen, theoretisch. Okay, ich glaube, das hat nicht gereicht. Moment mal. Ah, ich muss noch Holz suchen. Ich glaube, am Holz bin ich gerade total strikt vorbeigerannt. Nö. Dann gucken wir mal weiter. Vielleicht ist ja noch ein bisschen Holz am Strand angespült worden oder ähnliches. Ah, das ist nur gerade total ärgerlich, dass der Server gerade schon wieder so überlastet ist. Und das so mega lange dauert, dass man von A nach B kommt. So, Meeresufer. Solltest du nicht am Wasserfall sein und auf Chrome warten? Mein Gott, woher weiß der das? Naja, schon. Aber als er nicht gekommen ist, dachte ich, ich könnte schon mal Material für unseren Unterschlupf zusammensuchen. Verstehe. Es tut mir sehr leid, dass ich euch nicht eine unserer Behausungen anbieten kann. Das ist nicht schlimm. Ich werde deswegen keinen Aufstand machen. Nur verraten Sie mir eins. Warum genau bin ich bei Ihnen nicht willkommen? Das wird mich auch mal interessieren. Der Grund ist dein Geruch, Valkyria. Es ist schwer zu ignorieren, dass du zu einem großen Teil menschlich bist und mein Volk hegt nun mal großes Misstrauen gegen fremde Spezies, vor allem gegen deine. Ah, okay. Aber ihr riecht wie Primelblümchen, ja? Das ist so gemein. Das ist voll diskriminierend. Und diese Vorurteile. Immer diese Vorurteile. Die Kappas sind von Natur aus nachtragend und so mancher Groll kann Jahrhunderte überdauern. Auch wenn du eine anständige junge Frau zu sein scheinst, erinnert deine Gegenwart uns doch an die Vergehen, die deine Artgenossen in der Vergangenheit begangen haben. Welche Vergehen? Das große Exil, das uns zwang, unsere ehemalige Heimat aufzugeben. Moment, ich habe keine Ahnung, was da vorgefallen ist, aber es tut mir sehr leid. Es ist nicht fair, dass ich für einen Fehler bezahlen soll, den irgendwelche Fremden begangen haben. Ach komm, ich mal's mal als Erster. Natürlich ist es nicht fair, aber hier jetzt ein Terz draus zu machen, das macht es natürlich auch nicht besser und das bringt auch meiner Meinung nach nichts. Also was soll's. Du hast ein gutes Herz. Danke. Habt ihr nicht um eure Heimat gekämpft? Einige von uns schon. Was ist passiert? Man hat Jagd auf sie gemacht. Nur sehr wenige Kappas leben heute noch in der Welt. Sie sind aggressiv geworden. Azeril hat mir von bösen Kappa-Stämmen erzählt, die kleine Kinder angreifen und ertrinken. Hier in Eldaria? Ich glaube schon. Dieser Azeril hat wohl Schabernack mit dir getrieben. Vielleicht sind die Kappas in deiner Welt zu so etwas fähig, aber in meinem Stamm wäre das höchst unwahrscheinlich. Wir begegnen nicht häufig Menschen, und wenn noch so viel Felinblut in ihn fließen mag. Sind Sie sicher? Allerdings.
Oh Gott, ich werde diesen Elfen umbringen, wenn ich ihn das nächste Mal in die Finger bekomme. Das war eigentlich zu erwarten, oder? Warum wundert sie sich eigentlich? Okay. Tja. Wahnsinnig lange Wartezeiten gerade hier. Beim Meeresufer war ich gerade, da war kein Treibholz. Vielleicht beim feinen Sand. Hier scheint auch nichts aufgetaucht zu sein. Nee. Irgendwas übersehe ich, aber ich weiß nicht was. Wenn man wenigstens wüsste, wie es aussieht, was man sucht. Vorhin die Blätter, die habe ich glaube ich auch nur gesehen, weil sie plötzlich aufgetaucht sind und vorher nicht da waren. Aber das Holz übersehe ich gerade irgendwie so minimal. Hm. Oder ist es auch hier irgendwo? Vielleicht beim Baum? Ich meine, Baum und Holz, das würde sich ja anbieten. Theoretisch, theopraktisch. Na wunderbar, das hat doch geklappt. Heißt, wir haben jetzt auch die Holzstücke. Dann gucken wir mal weiter. Ich meine, ich habe ja jetzt rein theoretisch alles, was ich für den Unterstand bräuchte. Also würde ich jetzt rein von der Logik her sagen, wir können wieder zu den Wasserfällen zurückgehen, wenn die Server es zulassen würden. Die Episode ist jetzt gerade mal seit 2,5 Stunden draußen und ich habe das Gefühl, hier geht gerade gar nichts mehr. Allein um eben einfach nur hier zum verwurzelten Baum zu kommen, brauchte ich 5 Anläufe und musste immer wieder neu laden. Deswegen musste ich einiges aus dem Video rauscutten. Und ich muss sagen, wenn das hier nicht besser wird, muss ich die Aufnahme ein bisschen verschieben und später weiter aufnehmen. Weil das bringt ja auch nichts, wenn so mega, mega lange Wartezeiten hier mit drin sind und ich alles rausschneiden muss. Dann wartet ihr schließlich auch länger auf die Videos. Gut, ich habe Holz und ein paar große Blätter. Aber ich werde Schwierigkeiten haben, alles auf einmal zu transportieren. Ich werde 2-mal gehen. Ist das dein Ernst? Mit dem Holz fange ich an. Oh Gott. Guck mal, ist das da hinten eine Brücke? Das wäre voll cool. Kann man da vielleicht irgendwann auch nochmal rübergehen? Okay. Der erste Gang wäre geschafft. Das Holz habe ich abgelegt. Nun sollte ich die Blätter holen gehen. Die Frage ist nur, wo hat sie das jetzt abgelegt? Ist das wirklich in diesem kleinen Durchgang vom Wald? Oder müssen wir jetzt wieder ganz zum Strand zurücklaufen, damit es funktioniert? Na, okay. Das wäre geschafft. Ich habe das Holz abgelegt. Nun gehe ich die Blätter holen. Du hast doch das Holz eben schon, oder? Das dürfte um einiges leichter werden. Also dann zurück zu den Wasserfällen. Nun denn, Holz und Blätter hatte ich hergeschafft. Nun konnte ich anfangen, eine zeltartige Konstruktion zu errichten. Zu schade, dass mein Onkel nicht hier war. Survivor war seine Lieblingssendung. Das hätte mir jetzt echt helfen können. Ich fragte mich, was die Jungs im Hauptquartier wohl gerade taten. Oh, Nefra war zweifellos gerade hinter einem Rock her. Azeroths Witze fehlten mir irgendwie. Valkyon in seiner unerschütterlichen Ruhe hätte diese Situation sicher problemlos gemeistert. Gut, da wir die Valkyon-Route nehmen und spielen, würde ich auch die Antwort Nummer 3 nehmen. Du wirst nun die Perspektive einer anderen Person einnehmen. What? Wie cool ist das denn? So lernst du die verschiedenen Figuren ein wenig besser kennen. Auf der Seite siehst du die Person, die nun eine Zeit lang dein Avatar sein wird. Je nachdem, wohin du gehst und welche Entscheidung du triffst, verändert sich der weitere Verlauf der Geschichte. Oh, wie krass ist das denn? Gib gut Acht, was du sagst, während du diese Person verkörperst. Vielleicht beeinflusst es die Meinung, die andere über deine Heldin haben. What? Alter, damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Das ist wirklich eine richtig, richtig gute Idee von B-Move oder generell von den Spielemachern.
Also, ich bin gerade voll perplex und weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Harter Shit, Leute, harter Shit. Ach, okay, ich bin jetzt Evelyn. Oder sehe ich das jetzt falsch? Bin ich Evelyn? Ich hoffe, dass die Zusammenkunft sich nicht wieder stundenlang hinzieht. Gerade heute, wo ich mal etwas Zeit zur Verfügung habe. Ich hatte vor, meine Tränke zu sortieren. Ach, wir sind Evelyn. Ich habe jetzt schon gedacht, wir kommen jetzt irgendwie in die Rolle der Jungs. Also der Junge, den ich jetzt gewählt habe, dass wir jetzt zum Beispiel in die Rolle von Valkyron eintauchen. Aber krass. Aber gut, Pflicht ist Pflicht. Also damit hätte ich jetzt wirklich am wenigsten gerechnet. Ich bin gerade echt... Guck mal, ich gehe schon in die komplett falsche Richtung, weil ich so dermaßen konfus gerade bin. So, zentraler Pavillon. Refugium von El. Das heißt, wir können jetzt aus der Sicht von Evelyn die Meinung über unsere Guardienne komplett verändern bei den Jungs. Was? Ich bin gerade voll überfordert. Heilige. Da muss ich sagen, finde ich diese langen Wartezeiten gerade ganz gut, damit ich mich wieder fassen kann. So. Na komm schon. Das ist doch nicht mehr weit. Ah, da bist du ja. Wir warten nur noch auf dich. Huch, ich bin gar nicht allein. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, aber ich muss dir ehrlich sagen, dass ich nicht allzu viel Zeit habe. Es käme mir gelegen, wenn wir uns etwas beeilen könnten. Kein Problem. Ich habe nicht vor, das hier unnötig in die Länge zu ziehen. Sehr schön, dann können wir ja auch noch unsere Tränke sortieren. Warum wolltest du uns denn sprechen? Ich habe immer noch nichts von Chrome gehört. Er wollte mir bis zum Mittag Bericht erstatten, aber kein Lebenszeichen. Ach was, sie macht sich jetzt Sorgen um uns? Aber es ist doch schon fast Abend. Ja, eben. Boah, ich sehe schon wieder nur noch Glocken. Das gibt's nicht. Oh. Hätten sie Alaea nicht mehr anziehen können, das irritiert total. Und das, obwohl ich nicht mal ein Kerl bin. Also wirklich, wenn er schon Frauen ablenkt, wie ist denn das erst, wenn irgendwelche Kerle das Spiel hier spielen? Ha, ich freue mich schon drauf, wenn Vito das Ganze hier let's playt. Scharfsichtig wie immer, ihr zwei. Sie drehten sich zu mir um und ich schenkte ihnen mein strahlendstes Lächeln. So langsam verstehe ich, was er an dir findet. Moment mal. Wer? Mädels! Sie klatschte in die Hände, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ja, Moment. Klatschen. So. Es geht doch nicht, dass man die Regieanweisung einfach so ignoriert. Also, skandalös. Konzentration bitte. Ich habe keine Lust, alles 50 Mal zu wiederholen. Danke. Entschuldigung. Und wann hast du das letzte Mal mit Chrome kommuniziert? Vor 2 Tagen. Wir hatten abgemacht, dass er sich alle 48 Stunden bei mir meldet. Er hat sich bestimmt wieder verirrt. Da wäre ich nicht so sicher. Immerhin ist doch auch noch dieser Mensch bei ihm. Wie hieß sie doch gleich? Valkyria. Ja, anwesend. Hallo. Du weißt aber schon, dass sie eine Felin ist? Ja, Azrael hat mir davon erzählt. Aber ihre Spezies ist noch nicht bekannt, oder? Nein, wir haben keinen Schimmer. Und ehrlich gesagt haben mir meine Recherchen auch nicht zu einer Spur verholfen. Na toll. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir herausfinden, was wir sind. Aber es ist zumindest schon mal interessant, jetzt in den Körper einer anderen zu stecken und herauszufinden, was die Leute eigentlich über uns denken. Das wird schon, Ika. Du findest es noch heraus. Du bist clever genug dafür. Schleim.
Entschuldigung. Schon gut. Wieso beschwert sie sich gerade? Entschuldigung. Ich glaube, das ist gerade die Verzweiflung, weil das Laden so lange dauert. Ich möchte euch bitten, ein paar Informationen einzuholen. Informationen? Was für Informationen denn? Es schien mir, als hätte ich Chromes Gefährten gestern in der Gegend gesehen. Fragt bitte herum, ob er jemandem aufgefallen ist. Oder ob jemand uns sagen kann, wo er sich aufhält. Wir könnten Chrome doch sicher auch eine Nachricht zukommen lassen und uns nach ihrem Befinden erkunden. Erkundigen. Ja. Kein Problem. Wir kümmern uns darum. Danke. Ich werde meinerseits versuchen, den Kappa-Stamm zu kontaktieren. Brauchst du dabei Hilfe? Eher Glück. Ach, okay, das ist also scheinbar nicht so einfach. Tja, wunderbar. Und jetzt suchen wir Chromes Gefährten. Schwarz. Ich finde diesen Namen irgendwie immer noch total bescheuert. Oh. Wenn ich Glück habe, bemerkt er mich nicht. Ich hoffe, du hast kein Glück. Ha? 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 Sieh mal einer an. Die Elfenkönigin höchstpersönlich. Tja, sehr witzig. Hast du zufällig Chromes Gefährten gesehen? Suchst du den etwa auch? Ja. Haben dich die Mädchen schon danach gefragt? Haben sie. Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo er steckt. Tut mir leid. Trotzdem danke. Bis später. Na, das war ja wenig erfolgversprechend. Ich hoffe mal wirklich, dass wir im weiteren Verlauf doch noch einen Anhaltspunkt darauf finden werden, wo Schwarz sein wird. Ich mache an dieser Stelle mal einen kleinen Cut, weil ich versuche jetzt schon seit einer Stunde aufzunehmen und habe jetzt, glaube ich, gerade mal 15 Minuten Material für ein Video. Ja, ich mache dann später weiter und schneide dann direkt hier ran weiter. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder, etwas später am Tag, und ich hoffe mal, dass die Ladezeiten jetzt etwas kürzer bemessen sind und wir schneller vorankommen. Aber ja, es geht schon ein bisschen schneller, aber halt immer noch nicht so optimal. Ich hörte Schritte hinter mir. Evelyn. Oh mein Gott, wie süß, ist Kero etwa in Evelyn verliebt? Oh nein! Oh Kero, du bist es. Hast du vielleicht Schwarz gesehen? Wie das klingt! Na Kero, hast du schon wieder Schwarz gesehen? Du oller Pessimist, du? Oh Gott, diese Übersetzung. Nein, Miko ist seit heute Morgen auf der Suche nach ihm, aber ich habe nichts gesehen. Oh mein Gott, wie süß. Bilde ich mir das ein oder hängen seine Ohren mehr als sonst? Er sieht so verträumt aus. Ich glaube, er ist in Evelyn verliebt. Oder? Ja, komm doch. Kein Problem. Soll ich dir helfen, ihn zu finden? Danke, ich komme schon klar. Bist du sicher? Ich mache das gerne, es stört mich auch nicht. Kero, ich versichere dir, es ist nicht nötig. Ich bestehe darauf, ich begleite dich. Oh mein Gott, wie süß er einfach aussieht. Kero, auf dich wartet Arbeit, davor solltest du dich nicht drücken. Aber nichts aber. Oh mein Gott, ist das niedlich. Ich musste ihn fast dazu zwingen, doch schlussendlich gab er nach und machte sich wieder an die Arbeit. Oh mein Gott. Kero und Evelyn, das ist ja niedlich, Mensch. So, gehen wir mal in den Park der Quelle.
Alaea. Das war gerade das erste Mal, dass ich hier diesen Trank an ihrem Gürtel gesehen habe. Sonst ist mir der nie aufgefallen. Oh, Alaea. Der ist mir echt vorher nie aufgefallen, aber jetzt irgendwie, wow. Und? Hast du etwas herausgefunden? Oh, nicht wirklich. Ich habe mit den Leuten im Refugium gesprochen, aber sie wussten nichts. Sie haben den Gefährten nicht in der Gegend gesehen. Und du? Auch nicht viel. Dachte ich mir schon. Tja, schade. Das hat ja nicht viel gebracht. Vor allem würde mich mal interessieren, was Schwarz für ein Tier ist. Bei Sweet Amoris gibt es ja auch Noir und Noir ist eine Fledermaus. Aber mich würde das gerade echt interessieren, wonach wir hier eigentlich genau suchen. Suchst du auch den Gefährten des Bengels? Ich verstehe nicht, warum Miiko mich für seine Aufgabe auswählt. Ich bin Krankenschwester. So etwas gehört doch eher in Ikas Kompetenzbereich. Die sucht auch danach, weißt du? Ich weiß. Mit Alaea wurden wir zu dritt dafür eingeteilt. Verstehe. Nun, du steckst dich sicher besser als die Mädels. Dann nehme ich mal an, dass du das Ding nicht zufällig gesehen hast. Das Ding? Das ist ja reizend, Mensch. Er schüttelte den Kopf. Dachte ich mir. Keiner hat Noir gesehen oder Schwarz, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder den französischen Namen genommen. Aber wir sind auch noch nicht Valkyron begegnet und vielleicht hat das ja eine Auswirkung darauf, wer Noir gesehen hat. Weil wir haben ja vorhin die Antwort mit Valkyron genommen, als wir noch in Gardiens Körper waren. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es könnte natürlich sein, dass das den ausschlaggebenden Punkt gibt. Wer jetzt den Hinweis auf Noir gibt. Mich würde allerdings mal interessieren, wo Valkyron sich aufhält. Wirklich mal. Ich glaube, hier im Haus finden wir jetzt niemanden. Könnte das sein? Oh, können wir eigentlich mit Evelyn in unser Zimmer gehen? Das will ich gerade mal herausfinden. Nee. Oh, Manno. Ich dachte schon, wir können jetzt in den Sachen von Gardien irgendwie rumwühlen. Einfach mal so, um zu gucken. Na, was verheimlicht die uns? Ich habe das Gefühl, Evelyn, die misstraut uns irgendwie noch ein bisschen. Einfach, weil sie uns noch nicht so gut kennt. Ich meine, wir sind ja einfach nur ein Mensch für sie. Und sie kennt ja nicht mal den Namen. Das ist natürlich schon ein bisschen traurig. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht, dass ich hier hingegangen bin. Kann das sein? Denn irgendwie passiert hier gerade gar nichts mehr. Merkel, geht nicht ins Zimmer von Gardien oder versucht es auch nicht, sonst kommt ihr in dieser Episode nicht weiter. So, wunderbar. Schauen wir mal weiter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn nicht hier drin finden werden, sondern eher draußen. Ika, alles in Ordnung? Nicht wirklich. Ich habe noch nicht viel finden können. Ich verstehe nicht, weshalb Miiko uns alle drei in Beschlag genommen hat. Ich glaube, weil sie uns vertraut und weil wir zurzeit einfach zu wenig Personal haben. Ich verstehe allerdings auch nicht, warum sie Evelyn jetzt damit betraut, weil eigentlich ist diese Knechtarbeit ja doch für Ika und Alaea reserviert. Normalerweise. Aber jetzt ist irgendwie alles anders. Ich finde das so geil, dass wir Evelyn spielen können. Es ist so... Ich wiederhole mich, wenn ich das sage, aber es ist einfach so krass unerwartet.